herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Geht ans Bundesinnenministerium die Frage der aktuell beklagten. Sich als Innenministerium. Nein, Moment. Ach so, ich dachte, Sie hätten sich dazu noch melden. Die Vorbereitungen auf eine solche Konferenz laufen. Sie soll auf jeden Fall im Januar hier in Berlin stattfinden. Die Bundeskanzlerin wie auch der Außenminister haben dazu schon eine Reihe von Gesprächen mit internationalen Partnern geführt, werden weitere führen und wir werden Sie sofort informieren, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Bundeswehr einmal hier über die Straße rüber und freuen. Die Bundesregierung begrüßt diesen in Kraft getretenen Waffenstillstand, der ja auf die Bemühungen des russischen und des türkischen Präsidenten zurückzuführen ist. Und das ist natürlich eine Basis, wenn sie sich verstetigt, auf der auch eine solche Konferenz möglich wird, wie wir sie jetzt gerade vorbereiten. Daran, dass immer mehr Bürgermeister, Landräte und Kommunalpolitiker eingeschüchtert und angegriffen. Eine solche Berliner Konferenz könnte nur der Auftakt für einen längeren Prozess sein. Und es muss natürlich ganz sicher sein am Schluss, dass die libyschen Interessen im Vordergrund stehen. Also eine solche Berliner Konferenz ist sicherlich nicht der Abschluss von irgendetwas. Des Sub-Sahara-Treffens Macrons mit Vertretern verschiedener